Aloha und herzlich willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einem neuen Logbucheintrag, der Tagebucheintrag von mir selbst für mich selbst, ganz aus meinem privaten Spa-Bereich für euch. Vielleicht geht der eine oder andere sogar mit in Resonanz. Wir legen los. Es geht hier um eine Seelenpartnerschaft, eine Seelenverbindung, ja, eine zum Erfolg gekrönte Seelenverbindung, ganz mit Sicherheit und mit Sieg auf ganzer Linie, wenn die Aufgaben zur Zufriedenheit des Universums erledigt werden. Ja, Schicksal, Karma spielt hier mit. Das Universum dreht hier die Wirbel, dreht die Kreise. Der eine oder andere Meteoritenschauer könnte hier übers Land fegen. Ja, eine Kommunikation, die steht noch Kopf. Eine Kommunikation hat hier für mächtig Wirbel gesorgt. Vielleicht auch das eine oder andere schwarze Loch. Ja, etwas auf die Sendepause-Taste gedrückt. Das heißt, der Turm liegt ja quer mit den Wolken und dem Brief. Das sieht hier so aus, wie wenn die Dominosteine, heißt es doch, oder? Die Dominosteine, die hier nacheinander so umgefallen sind. So sieht's hier aus. Eine Nachricht hat hier etwas zum Umfallen gebracht. Einsturz würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber zumindest zum Umfallen. Das Leuchttürmchen leuchtet nicht mehr ganz so hell wie vorher durch den Nebeldunst. Ja, und wir haben hier auch schon des Pudels Kern, können wir so sagen. Positiverweise natürlich nur, ne? Hier geht es um Amorspfeil, aber auch Herzschmerz, Liebeskummer. Ja, hier möchte man nicht hinschauen, weil hier eben etwas umgefallen ist. Hier ist etwas umgekippt. Ja, etwas ist aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht hat man hier gedacht, ja, ich, ja, es gibt hier zwei Szenarien. Die Sense sieht hier für mich im ersten Moment aus wie ein Bumerang. Hier hat jemand einen Bumerang geworfen, etwas ausgesendet und dann kam der Bumerang eben mit voller Breitseite wieder zurück an die Stirne. Klatsch. Ja, und dann hat das Stirnchakra geläutet. Ja. Ja, das war irgendwie etwas anders gedacht. Entweder es hat hier jemand auf einen Joke gemacht, was ich jetzt als eine Alternative empfinde, was ich aber weniger glaube, ne, dass jemand irgendetwas gesagt hat oder geschrieben hat. Im Chat ist ja oftmals sowieso, dass man sich falsch versteht und so weiter und so fort. Wir kennen das, wenn keine Emojis dahinter sind und man sagt irgendwas Sarkastisches, dann kann man es auch falsch verstehen oder verstanden werden. Ja, und das Echo, was hier eben aus dem Wald herauskam, das war nicht ganz so schön für diesen Herzilein hier. Oder jener hat mit jemand anders einen Zwist gehabt und dann schreibt jemand nur Hallo dazwischen und wie das oft so ist, wenn man so ganz in Rage ist, dann erwischt man, verwischt, ja, Wisch-Handys, ja, Wisch-TVs, dann erwischt man auch den falschen Chat und dann kann sein, da geht eine Nachricht an jemand ganz anderen raus, obwohl man jenen gar nicht gemeint hat. Oh. Ja, eine Krisensituation könnte man hier sagen. Ja, was geht's genau? Harmonie, Freundschaft, Ausgeglichenheit, festere Verbindung, festere Gefühle, ja. Seelenhund, Seelengefährte, die nagenden Gedanken in Bezug auf eine feste Partnerschaft, feste Verbindung. Ja, eine Freundschaft hätte hier durchaus Potenzial gehabt auf eine festere Verbindung. Ja, wenn hier nicht die Mäuse knabbern würden. Ja, hier hat es wirklich einen Abriss getan, einen Abbruch. Ja. Das war jetzt nicht ganz so schön. Man sieht hier aber jetzt keinen kompletten Cut, sondern hier hat wirklich jemand ein bisschen was weggeknabbert, ja. Ja, sei es jetzt Situation 1, ein Joke, oder Situation 2, mehrere Menschen im Umfeld, mit denen man kommuniziert hat und eine Nachricht ging falsch heraus, oder man war stocksauer und hat jemand anderen angepflaumt, obwohl man diesen gar nicht anpflaumen wollte. So wollte ich sagen. Genau. Diese zwei Situationen können es sein. Ja, man will eigentlich nur seine Ruhe. Man will Stabilität. Man möchte sich angekommen fühlen. Man möchte Vertrauen aufbauen. Ja, und darunter ist es zu. Wenn wir jetzt aber noch die andere Seite anschauen, da haben wir das Herz. Das heißt, hier kommt mir gleich wieder das Liedchen herein. Liebe ist.
Wann ist es Verliebtsein und ab wann ist es Liebe? Sind es nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Also der Übergang ist hier fließend von Verliebtsein, von Amors Pfeil bis zum heilenden Herz. Dies ist für mich auch immer wieder auch ein Liebeskummerherzchen, denn Amors Pfeil, wenn der drinsteckt, das kann ja doch verdammt wehtun, denke ich mal. Ja, möchte man heilen. Man möchte hier endlich in die Fülle kommen, in die Tatkraft, zusammen etwas aufbauen, zusammen Stabilität erfahren, zusammen ein Fundament erschaffen und vor allem gemeinsam einen Weg gehen. Nicht mehr zwei, nicht mehr sich entscheiden müssen, hin oder hergerissen sein, sondern endlich Harmonie, Ausbalanciertheit, in Balance sein mit dem Seelengefährten, die feste Verbindung, ohne die Mäuse leben zu können. Ja. Vielleicht sogar mit einem gemeinsamen Heim. Wer weiß. Die Sterne und die Sonne stehen gut für den vollen Erfolg, für die volle, ja, Siegeskraft, vielleicht auch Manneskraft. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall ist das Ganze von oben gewollt und geschützt, beschützt, behütet, angeleitet. Und ja, wenn man hier die Aufgaben löst, hier wieder das Schifflein auf die geraden Gewässer ohne viele Turbulenzen und ohne viele Fluten, Wellen, Brecher, Gedöns, Monsterwellen zu bringen, dann ist hier der Erfolg 100% gegeben. Tja, vielleicht geht der eine oder andere hier mit in Resonanz, mit der Strandpromenade, würde mich freuen für euch. Und in diesem Sinne bedanke mich fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren, Glöckchen drücken und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Baba, au revoir, goodbye, deine Orakelnixe.